ist denn jetzt? Ja, das hat sehr viel gebracht. Das doch mehr. So. Okay. Tja, wundert mich immer noch, warum das nicht funktioniert hat mit dem Stein da vorne, aber nun gut. Das ist ja nur einer. Komm her, du. Ja, ja, fall einfach runter, ist mir egal. So. Hübsche Truhe. Jawohl. Alles einsammeln. Hier kann ich überall kochen, wenn ich das möchte. Möchte ich aber gar nicht. Was ist das hier? So, ich vermute mal, dass da oben der Tempel ist, vielleicht. Vielleicht, aber auch nicht. Nichts Genaues weiß man. Was ist denn das da hinten? Oh, da ist noch eine schöne Truhe. Ich glaube, ich bin falsch. Oder? Nein, sag mir nicht, der ist da oben. Doch ist er. Juhu! Okay, dann wieder dahin. Schön. Was man nicht im Kopf hat, das hat man in den Beinen. Muss unbedingt noch mal bei der Bogentante ein bisschen was verstärken. Nein, Feuerpflanze will ich nicht. Da ist wieder so ein Pflegeviech. Du, ich folge dir. Wohin willst du? Warum so weit? Was ist denn mit dir? Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Na toll. Okay. Dann kletter ich da mal noch rauf. Wenn das geht mit der Ausdauer und so, aber die scheint ja wirklich sehr, sehr langsam runterzugehen. Na gut. Hier bitte ich. Na, kommst du wieder hierher? Oh nein. Ah ja, sehr gut. Hübsche Truhe, her damit. Wanderarzt Anemone. Hier haben wir noch so ein... Was ist das denn? Ach, da ist der Tempel? Nee, was ist das?
Da vorne ist der Tempel. Da haben wir schon wieder so eine Steine, aber irgendwie kann ich die nicht aktivieren und ich weiß nicht warum. Probier es trotzdem. Ne. Vermutlich. Was? Vermutlich mit einer anderen Person, wenn wir daher noch mehr haben. Komm, flieg, Mädchen, du musst darüber jetzt hier rüber fliegen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ah, ein Traum. So, da sind wir auch schon. Genau, sie wird das bestimmt können hier, die Lisa. Die kann das bestimmt. Hey, Cutie. You're going to help me out too? How kind of you. Don't hesitate to come to me if you need anything. Wofür ist eigentlich ein Bibliothekar zuständig? Good question. Basically, things other than that which require brawn or brains. So, what does that leave? Ouchie. Jetzt mal ordentlich hinsetzen. Ich sammle mal Pflanzen ein. Jo. Jo. Wir gehen dann einfach rein, würde ich sagen. Ne? So, dann. Nächster Dungeon, bitte. Let's go, let's go, let's go. Ja, tief im Tempel des Löwen, die Ritter des Ordo Favonius wurden mobilisiert, um die Gefahr Sturmschreckens einzudämmen. Geh mit der Bibliothekarin Lisa in die Tiefen des Tempels des Löwen, um Sturmschrecken davon abzuhalten, die Kraft in seinem Innern zu nutzen. Los! Wir sind zu dritt. Ja, perfekt. Sehr gut. Ah, schnell noch was trinken. Abenteuer Stufe 6. Ich überlege, ob ich vielleicht schnell nochmal eben die Waffe von ihr jetzt endlich mal ein bisschen verstärke. Das wäre ganz cool. Ja, hau rein. Das sieht ganz gut aus. So. Okay. So, haben wir denn, können wir denn vielleicht mit der anderen jetzt was machen? Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Okay, los geht's. Vielleicht jetzt. I guess I could give this a go. Okay, dann bin ich bestimmt, oder ist sie bestimmt auf der 4? Vermutlich. Gut, dann macht sie das jetzt. Okay. I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Paimon, are you able to float across? Huh. Can't do much even if she does. Good point. We'd better start looking for a way to get up there then. Da ist so ein Windgedöns. Let's ride this wind current, shall we? Gut, dann müssen wir jetzt da hoch. Irgendwie nicht cool. Ah, jetzt, okay. Yeah.
was macht sie denn? Gib! Gib! Okay, Mädchen, was kannst du denn? Ich hoffe, du kannst ein bisschen mehr. Ja, okay. Ist das vielleicht der Zauber, den wir brauchen für den anderen Stein, den wir nicht aktivieren konnten? Unter Umständen? It's an electro monument. Ja, das ist der, das ist genau das gleiche Zeichen. Let me try to activate. Huch, hab ich schon. It with a bit of electro power. Stand back, sweeties. Yeah. Okay, dann können wir ja jetzt den anderen Stein auch noch aktivieren. Ich weiß nur nicht mehr, wo der war. Hm. Und da kamen wir, oder von hier? Von hier. Okay, was kannst du noch so? When it comes to wet enemies, I've got them covered. Mhm. Einfache Truhe. Da machen wir noch ein bisschen. Ich mach das doch mal kaputt. Also irgendwie gefällt mir der Zauber nicht. Voll doof. So. Okay. Oh, another wind current. Let's ride it up from here. I won't let you down. So, jetzt muss ich wahrscheinlich die andere wieder machen. So. Hallöchen, Hallöchen. Ich glaube, das mache ich mit ihm. Between electro-charged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. Ich hätte sie nehmen müssen, ne? Ich weiß es nicht genau. Wie gefällt das Spiel bisher? Also ich finde es ganz nett, mal wieder so ein Spielchen zu spielen, weil du kannst so schön durch die Gegend laufen, gucken und rummetzeln und machen und tun. Ich denke aber, dass es für mich
persönlich jetzt nicht so ein Dauerbrenner sein wird. Ich probiere es heute einfach mal aus und machen wir da ein kleines Let's Test heute sozusagen, auch für YouTube. Die anderen, die hier waren bis jetzt, glaube ich, sehen das ähnlich wie ich so. Mal gucken. Oh, you want to know about this gem? Oh, das kann ich gar nicht. Jump and run. You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. It's used by the Chosen to draw on elemental powers. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. Lauf, 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 lauf. So, ich muss mich kurz konzentrieren. What? You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? Oh, das ist voll nicht mein Ding gerade. No, I doubt it. After all, hilly churls aren't exactly known for their smarts. Gut. And you, you'd more or less qualify to be a magister's apprentice. Also, für zwischendurch ist es ganz gut mal, dieses Game, so finde ich, ne? Aber ich bin wahrscheinlich nicht wirklich so dieser asiatische RPG-Freak. Aber für zwischendurch, und vielleicht, wenn es doch irgendwie geht, mit ein paar mehr Leuten dann in so eine Instanz zu zocken, dass man so eine sowas hier mit mehreren Leuten machen kann, was ein bisschen schwerer wäre. Ist vielleicht auch mal ganz nett. Wird aber kein Dauerbrenner für mich sein, denke ich. So, break it and we can head home and relax. Das hier mal kaputt. Oh, it's one of those consolidated wind things. The thought of Let's head back aber to the statue of the seven out. Schön gemacht. Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. Haben wir jetzt alles, ja, ne? They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of Animo. The Dragon of the East, Storm Terror, it's though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this Storm Terror business. So now you know why Dvalin is only able to channel three of the four winds' power. Because it has been consuming itself from the beginning. Ja, warum verhält er sich eigentlich so? Because of hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Warum? Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself. To become Storm Terror. But why would one of the four winds hate the city it was supposed to protect? As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud. Here, take this. It's a very old story from more than a century ago. Ah, ja. Well, you should come with me. Paimon will tell you about the rest later. Nachtrag. Ach, wir müssen auch noch Dinge lesen. Was? So, haben wir ja alles kaputt gemacht. Ich glaube. Und tschüss. Ach ja. Dann müssen wir eigentlich jetzt nochmal die anderen Steine aktivieren, die ich vorhin nicht aktivieren konnte. Denke ich mal. I'll keep an eye on you. Das ist schön. Oh, Filmchen. Oh, it's finally done. Ja. Well, all that lay flow and elemental line stuff. Wanna go back and see how the knights are doing? Die Stimmen sind etwas nervig. Auch das haben wir bis jetzt alle so gesehen. Das ist echt anstrengend, ne, diese Frequenzen. Ah. But if you got anything more interesting to do, Paimon can come too. Tun richtig weh, ne? By the way, we obtained another animoculus in one of the Four Winds temples, right? We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statues. Was? Ich soll das nicht vergessen? Ich habe alles schon wieder vergessen. Prolog 1 abgeschlossen. Prolog 2 Akt für einen Morgen ohne... Ich kann doch nicht, ich muss das erstmal fertig lesen. Hallo. Deine Abenteuerstufe kannst du erhöhen, indem du einer Statue der sieben Opfer bringst, neue Teleportationspunkte freischaltest, Truhen in der Welt suchst, Aufträge ausführst und Sphären bestehst. Tempus fugit. Große Anstrengung. Deine Abenteuerstufe kannst du... Hab ich doch gerade... Hä, was? Hab ich das nicht gerade gelesen? J.
Oh Gott. Abenteuerstufe 15. 10. Benötigt. Kann ich nicht. Opfere der Statue den Anemoculus. Willkommen in der Abenteurergilde. So, wo sind denn jetzt diese dusseligen Steine, die ich vorhin nicht machen konnte? Wo war das? War das hier? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Hier sind überall Aufträge scheinbar. War das hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir müssen irgendwie... Müssen wir nicht wieder zurücklaufen? Dahin, da war doch das Wasser und dieser ganze Schnulli. Da muss ich wieder hin. Ja. Na dann. Halt. Was haben wir denn da? Nicht viel. Ah, okay. Bin ich hier richtig? Ich muss, ich will doch... Ich bin hier gar nicht richtig, glaube ich. Komme ich hier irgendwie... rum? Hä, hier war ich doch vorhin gar nicht. Nee, hier bin ich nicht richtig. Hallo? Nein, ich möchte woanders hin. Ich möchte da hin. Komme ich denn da jetzt hin? Ja. Muss irgendwie hier vielleicht lang. Nein, nicht diese brennende Pflanze. Hier war das. Glaube ich. Da. Da vorne. Da muss ich hin. Und dann waren ja noch die anderen drei Steine, die nebeneinander waren irgendwo. Einfach ins Wasser. Ist egal, komm. Was soll's. Ich muss da hoch. Schön, so, ja. So, dann machen wir mal hier Nummer 4. Ah. Ach, jetzt ist da eine Ruhe. Das ist aber schön.
Alles meins. So, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Geschichten einer anderen Welt. Ich lege an. Dir. Glaube ich. Vielleicht. Basisangriff. 33, 39 ist auf jeden Fall besser. Dann können wir doch das Ding hier verstärken. Nein, das andere wollen wir verstärken. Verstärken. Jetzt. Was tut sie hier? Ich habe keine Ahnung. So, wir laufen nochmal zu den anderen Steinen, die da oben irgendwo waren. Da ist ja bestimmt auch noch eine Truhe. Oh, was bist du denn da vorne, du Flatterviech? Hallo? Es wird Nacht. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, wo diese drei Dinger waren. Vielleicht ganz oben? Ich bin ja da irgendwie hochgeklettert und dann... Hier bin ich hoch. Hier. Und dann bin ich irgendwie hier. Ja, das. Ich habe keine Ahnung. Was war denn das? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo das war mit den Steinen. Na gut. Da muss ich zurück in die Stadt. Kann man hier nicht irgendwie portieren oder so? Konnte doch hier irgendwie mit so Portalsteinen. Ah ja, genau. Teleportieren, das probieren wir jetzt mal aus. So, zack. Das müssen wir ja auch mal machen, ne? Das ist ja auch wichtig. Und dann gehen wir nochmal in die City. Ja, cool. Ist ein bisschen schneller. Na gut, also ja, ich denke mal, das ist echt süß gemacht, aber mein Ding ist es wohl eher nicht.
Mich hätte jetzt echt noch interessiert, ob man hier irgendwie mit Freunden oder so noch was machen kann. Hier drinnen. Hey, there's a lady over there waving to you. Ach ja? Wo denn? Let's go and see what she wants. Wo denn? Hallo? Wo ist hier eine Lady? Toll. Irgendwas erzählen und dann abhauen. Na geil. Was? Du bist ja auch witzig. Wo denn? Ich gehe jetzt zu dieser Quest. Mir ist egal. So. Hat auch immer für eine Lady. Was denn? Lecker Schinken essen? Was? Paimon can smell fisherman's toast. Fisch erschnitten? The aroma is coming from Good Hunter. Ich habe gerade hammer viele Sachen gekocht. A thick slice of soft white toast, topped with a generous serving of onions. Paimon's made up her mind. It's an emergency. We must order ourselves a generous serving of fisherman's toast from Good Hunter pronto. It's on you, of course. Natürlich. It's so dull. Good Hunter's fisherman's. This might surprise you. You can try, Kenyork. Why? Hallo? I'm up. Don't you let me down. Ja, dann lass mich doch mal laufen jetzt. So. Ich muss ihr jetzt irgendwie eine Fischerschnitte kaufen. Speisekarte. Fischerschnitte. Kaufen. Eine. Bitte. Jetzt. Die piepsigen Stimmen machen Kopfweh. Aber echt, oder? Ich finde auch. So, ich habe jetzt eine dusselige Fischerschnitte. Wo ist sie denn jetzt? Ist mir auch egal. Wir laufen jetzt noch zu der einen Quest. Da will ich hin. Da will ich noch einmal hin. Hier oben irgendwo. Da irgendwo vielleicht. Da. Dann hier. Glaube ich. Ich bin schon wieder voll falsch, oder? No, diese Orientierung. Es ist so furchtbar. Nein. Ich bin falsch. Ich möchte dahin. Dann kletter ich da halt hoch, mir egal. So ein Blödsinn. So. Wie komme ich denn hier irgendwo hoch? Mhm. Dort. Hier rein. Jawohl. This is bad. Was? Such a hassle. Was ist los? Oh, thank the thousand winds. Your arrival must, if I may ask, envoy sent by the Animo God to save this mere mortal. Could you spare a moment? Vielleicht. Ew, cut it out. Ist jetzt nicht so, dass ich keine Zeit hätte. Marvelous. I cannot let my peers hear about this. I cannot seek help, please. Let us move to somewhere more fit for such conversation. Let's talk in the courtyard, just outside headquarters. Mm-hmm. Come with me. What's with the sneakiness? Pavo Oculus. So, wohin? Ah, hier ist ein Weg.
Nee, ich laufe doch falsch. Oder? Ich muss wieder ganz runter, ne? Da muss ich runterspringen. Na gut. Da bin ich. This place will do. Ja. Tell us what it's about already. How should I begin? Oh, right. Let me tell you a secret first. Ein Geheimnis? It's a secret of my past, and I confide in you to keep it. Okay. Don't worry. My lips are sealed. As a matter of fact, aber süß ist die kleine my grandfather was a pirate. Oh. Oh. Wait, why do you sound so blithe? Do you think I'm making it up? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather, and this is solid proof that we are related by blood. Ach, Augenklappen werden jetzt schon verehrt. My, how could you not know such common knowledge? This is no different from children inheriting their hairstyles from their parents. Yesterday, I was glancing through the notes my grandfather left and stumbled upon records that spoke of a treasure. Ein Schatz. Treasure? Mein Schatz. According to his notes, the treasure is buried in the lost Arcadian ruins. Treasure. But the location of the ruins is currently unknown. I've tried searching for clues. Treasure! Kontinuierlich. Kyle, what kind of treasure is it? Gold? Or better yet, gems? Schon irgendwie süß. Treasures that consist of nothing but gold and gems are third-rate treasures. My grandfather's treasure is a sword. Ein Schwert? A magic sword that grants the wielder unrivaled power. Oh, wow! The sword was dropped from Celestia into the sea by a god. It was later salvaged by my grandfather's crew by pure coincidence. The moment he gripped the sword, thunder roared, billows howled, and the clear skies were suddenly swallowed by raging winds. With the might of the magic sword, my grandfather went on to defeat a Hydra, a silver-haired banshee, a wicked abyss dragon. But the immense power of the sword enticed many more greedy pirates. To avoid meaningless conflicts, my grandfather hid the magic sword. These incredibly thrilling adventures are romances that could only be told by pirates. Holy moly! That's just insane! Holy moly! A gang of treasure hoarders has been very active lately, and many ruins have had their relics stolen by them. I'm afraid that they will soon discover the Arcadian ruins, and the magic... We won't let it fall into the wrong hands! We must get the sword before them! Auf jeden Fall. You just rest assured that we are here to help! Genau, du entscheidest das. Wow. Great. Please keep it a secret. I'll wait for your good news. Hey, so what you think? Isn't it exciting? We're talking about a super duper powerful sword! Glaubst du das echt? Well, let's go to the Adventurers Guild and see if we can find out more! The adventurers should know more about the ruins, right? Ja, Du spielst die Spiele meist ohne Ton, Tranis, aber... Ja gut, bei den Stimmen kann ich das nachvollziehen, so nach und nach. Also wenn man das zu lange zockt... Ist hier. Na, würde ich wahrscheinlich auch irgendwann den Ton ausmachen, aber fehlt da nicht irgendetwas? Was soll ich jetzt machen? Soll mich erkundigen? Eigentlich möchte ich mich gar nicht mehr erkundigen. Willst du meinem Team beitreten?
Ich habe schon 4 Personen. Nö. Tschüss. Ach ja. Ist hier unten vielleicht noch was? Na gut. Ich denke, ihr Lieben, ich komme zum Ende. Ich habe ausreichend gesehen. So.